Ich bin Faye und das ist Florida Sunset oder kurz auch Flory. Ich und mein Pony sind schon lange am Trainieren, jahrelang, und wir arbeiten uns hervor. Wir sind schon viel miteinander gesprungen und auch einige Parcours sind wir durchgegangen, einige Turniere haben wir bestritten. Aber wir wollen ein wenig höher hinaus. Aber dafür müssen wir eine Sache schaffen. Demnächst ist ein Turnier, auf dem ich es unbedingt auf eine Platzierung schaffen muss, um mich zu qualifizieren. Beziehungsweise endlich noch besser zu werden. Ich träume schon lange, lange, lange Zeit davon. Und Monate, fast schon Jahre, haben wir dafür trainiert, es immer weiter zu schaffen. Wir haben hart an uns gearbeitet, mit verschiedenen Trainern und all den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und es muss einfach funktionieren. Im Training läuft es aktuell einfach nur super und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht schaffen. Der Tag war gekommen und wir standen endlich am Start. Vorher war ich natürlich den Parcours abgelaufen und ich war mir sehr sicher, dass alles funktionieren sollte, wie es geplant war. Wir ritten also los. Am Anfang lief auch alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber plötzlich verlor ich die Orientierung. Wo sollte ich den nächsten Sprung anreiten? Es war die Nervosität. Ich wusste im Parcours plötzlich gar nicht mehr, wo ich lang musste. Als ich den Sprung endlich gefunden hatte, verpasste ich die Distanz. Danach waren wir erstmal ganz raus. Ich versuchte mich zu korrigieren, aber den nächsten Sprung hatten wir schon verpasst. An der Stelle war unsere Platzierung eigentlich schon mehr als weg. Aber aus Ehre wollte ich den Parcours zu Ende reiten. Am Ende angekommen, war mir klar, dass ich nahezu noch nie eine so schlechte Runde hingelegt hatte. Es war mir schon fast peinlich, diese Leistung, die jetzt alle Leute gesehen hatten. Ich war mir so sicher, es lief so gut im Training. Doch ich war auch unendlich nervös. Erstmal konnte ich gar nicht realisieren, was passiert war, bis es dann zur Siegerehrung kam. Und natürlich, wer hätte es sich denken können, war ich nicht dabei. Ich war einer der allerletzten und kurz hinter denen, die disqualifiziert worden sind. Für euch scheint es jetzt wohl nicht so schlimm zu sein, das Ganze zu hören. Aber wenn man monatelang auf etwas hinarbeitet, wenn man versagt, dann lässt es einen glauben, dass man gar nichts kann, dass man bis hierhin alles falsch gemacht hat und dass man es womöglich niemals schaffen wird. Klar, es ist blöd, den Kopf so in den Sand zu stecken, aber wenn man weiß, dass man es kann und es nicht zeigen könnte, das ist somit das Schlimmste, was es gibt. Auf den Fall, dass ich es nicht schaffe, na, dass ich so schlecht bin, war ich absolut nicht vorbereitet. Was soll ich euch sagen? Das ganze Ereignis warf mich um Welten zurück. Ich war davon überzeugt, dass ich es niemals schaffen würde. Dass meine ganzen Ziele nichts gebracht hatten und all die Arbeit umsonst war. Ich war am Boden und das muss man sagen. Es brauchte wirklich einige Zeit und auch einige Tränen und Gespräche, bis ich zu einem neuen Entschluss kam. Irgendwo hat doch alles im Leben seinen Grund, oder? Und vielleicht war es für mich so bestimmt, dass ich es beim ersten Mal nicht schaffe. Ich versuchte also irgendwie das Positive daraus zu ziehen und neue Kraft zu schöpfen, um ein weiteres Mal einen Versuch zu starten. In fast genau einem halben Jahr sollte noch einmal ein Turnier sein, mit dem ich mich dementsprechend qualifizieren könnte. Und das natürlich nicht zu weit weg ist. Also ging es ans Plan, denn jetzt musste nochmal hart trainiert werden. Es musste alles durchgegangen werden und auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich auch dieses Mal schon fit war und wir es hätten schaffen können, irgendwie war ich mir zu sicher, denn ich hatte es ja schließlich nicht weit gebracht. Schon nach dem zweiten Sprung war ich komplett raus und die ganze Prüfung an sich war ja schon vorbei. Nur aus Ehre bin ich sie dann noch zu Ende geritten, aber mir war von da an schon klar, dass es nichts mehr werden würde. Also nahmen wir uns zusammen und fingen wieder an zu trainieren. Es war komisch, nach so einem Versagen, in meiner Sicht, wieder auf dem Pferd zu sitzen. Und man hatte das Gefühl, dass man dort anfängt, wo man ganz am Anfang war. Ob ich an meinem Können zweifelte? Ja, und zwar mehr als nur ein bisschen. Ich war mir nicht mal mehr sicher, ob ich überhaupt noch reiten könnte. Ja, es kann einen weit runterziehen, wenn man versagt. Aber wir kämpften uns wieder weiter.
und wir waren wieder dabei, gute Parcours zu reiten. Selbstsicher trainierten wir und trainierten wir. Mehrmals die Woche war Springtraining angesagt und es lief nach einiger Zeit wieder wirklich gut. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie ich so versagen konnte. Ich war mehr als zufrieden und doch positiv gestimmt auf das nächste Turnier. Ich dachte, dieses Mal schaffe ich es. Zweimal versagt man doch niemals. Es war nur noch ein paar Tage bis zu dem nächsten Turnier, auf das ich jetzt fast ein halbes Jahr hingearbeitet hatte. Und wir hatten wirklich hart trainiert. Die Sachen, bei denen ich mir vielleicht doch noch nicht hundertprozentig sicher war, hatten wir wirklich gut geübt. Und wenn jetzt etwas schief gehen würde, dann wüsste ich auch nicht, wie oder warum. Ich war mir schon relativ sicher, aber irgendwie hatte ich auch so ein Gefühl im Bauch. Wenn ich nochmal versagen würde, dann wäre es endgültig aus. Totaler Unsinn eigentlich, aber so stellt man sich das Ganze vor. Es war soweit. Ich war unglaublich nervös, aber ich stand wieder am Start. Wie das erste Mal. Und ich muss sagen, ich war 100 Mal nervöser. Wir starteten und ich hatte ein gutes Gefühl. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte. Ich war die Strecke zweimal abgelaufen und dachte, dieses Mal wird es funktionieren. Die ersten Sprünge funktionierten auch super. Ich dachte, dieses Mal wird's was. Doch dann sollten wir uns der Kombi nähern. Ich ritt sie an und dachte, wir schaffen es. Der erste Sprung funktionierte, doch die Distanz. Es war wieder die Distanz, an der es scheiterte. Und es war meine Schuld. In dem Moment brach eine Welt für mich zusammen. Ich konnte es kaum fassen. Ich dachte, ich muss den Parcours irgendwie trotzdem zu Ende reiten. Ich war komplett weg mit den Gedanken und eigentlich war mir klar, ich hatte es schon wieder getan. Ich hatte versagt. Dieses Mal funktionierte die Kombination ohne weitere Probleme. Ich hätte einfach nur nicht den Schwung rausnehmen dürfen. Dann hätte alles funktioniert. Der Rest ging mehr oder wenig kläglich voran und wir schafften es dann, den Parcours zu beenden, auch wenn es nicht die beste Leistung war, nachdem wir nochmal versagt hatten. Ich war so unendlich nervös gewesen, dass ich mir selbst im Weg stand. Ich konnte es. Ich konnte den Parcours. Ich wusste alle meine Fehler, mit ihnen umzugehen. Ich kannte mein Pferd, seine Schwierigkeiten, unsere Schwierigkeiten. Und trotzdem hatte ich es wieder nicht geschafft. Wir verließen die Halle und mir war klar, wir hatten wieder versagt. Auch dieses Mal sah ich die Siegerehrung und ich war nicht dabei. Dieses Mal war ich noch mehr am Boden wie das erste Mal. Zweimal bei derselben Sache zu versagen ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. In dem Moment dachte ich, ich bin die Einzige, der sowas passiert. Die Einzige, die es nicht schafft, ihre Ziele zu erfüllen. Vielleicht war ich auch einfach zu unfähig, aber es lief doch so gut. Vielleicht war ich zu nervös. Ich kannte die Antwort nicht und erstmal steckte ich auch den Kopf in den Sand. Ich brauchte einige Zeit, um mich wieder zu sammeln und versuchte mir die Gedanken von dem ersten Versagen wieder in den Kopf zu rufen. Ich hatte es selbst noch nicht so oft mitbekommen von Freunden, Bekannten oder der Familie, dass man versagt. Einfach versagt. Und vor allem damit umzugehen, wie man dann weitermacht. Ich brauchte einige Zeit, um zu realisieren, dass ich es wieder nicht geschafft hatte. Aber mir war eins klar. Irgendwann möchte ich es schaffen. Auch wenn meine Motivation total gemindert war von diesen Ereignissen und ich viele Selbstzweifel hatte, ob ich es überhaupt können würde, ob ich es schaffen könnte. Etwa eine Woche später war ich ja dann auch einigermaßen darüber hinweg. Und die Leute würden es auch wieder vergessen. Irgendwann, wenn ich es dann geschafft hätte, würde niemand mehr darüber sprechen, wie oft ich es vorher versucht hatte. Dann hätte ich es einfach geschafft. Deshalb nahm ich mir vor, weiterzumachen. Und zwar so lange, bis ich mein Ziel erreicht haben würde. Auch wenn es viel Kraft und vielleicht auch noch mehrere Versuche brauchen würde. Ich würde es schaffen. Irgendwann. Aber warum fiel es mir so schwer, zu diesem Entschluss zu kommen? Das Scheitern ist wohl nicht so anerkannt, wie man es gerne hätte. Trotz der enorm großen Angst, es wieder und wieder nicht zu schaffen, beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal, wir arbeiten an uns.
Die Fehler und diese Ängste, die ich hatte, die Nervosität, versuchte ich jetzt speziell zu bekämpfen. Und die Routine kommt immer mehr hinein. Es haben so viele vor mir geschafft und ich werde es auch irgendwann schaffen. Auch wenn ich vielleicht mehr Versuche brauche. In unserer Gesellschaft lernen wir also viel. Es sei auch gesagt, viel Gutes. Aber eines lernen wir nicht. Es wird schlichtweg ignoriert. Wie man scheitert. Jeder Mensch scheitert. Auch ich habe das getan. Aber damit umzugehen, ist eine größere Herausforderung, als man denkt. Und ja, auch das Scheitern muss gelernt sein. Und vor allem das Aufstehen nach dem Scheitern, das Weitermachen und nicht aufgeben, auch wenn es nicht und nicht klappen möchte. Egal wie lange es dauert, wenn man es wirklich will, wird es irgendwann funktionieren. Und man darf am Boden sein und man darf enttäuscht sein, solange man möchte. Hauptsache, man schafft es danach wieder aufzustehen und weiterzumachen. So lange, bis man es endgültig geschafft hat. Denn auch wenn uns die Fassade immer wieder weismachen möchte, dass man nicht scheitern kann oder dass es keiner tut, es scheitern mehr Menschen, als ihr denkt. Selbst wenn es keiner zugeben möchte.